Hallo, ich bin der Felix und heute sage ich euch, wie kann man einen Bremsdruck wechseln. In diesem Fall machen wir Bremsdruck vom Hinterrad und der Bremsdruck ist verlegt im Oberrohr. Heute sage ich euch, wie man das macht, wenn der Bremsdruck im Oberrohr verlegt ist. Es kann so sein, dass der Bremsdruck ohne Führung verlegt ist und dann ist es ein bisschen kompliziert. Wenn man den Zug rauszieht, ist noch nichts passiert, aber ist die Außenhülle, dann kann man den Bremszug durchschieben. Aber wenn man alles rauszieht, dann ist in manchen Rahmen ist das so, dass da keine Führung ist und dann hat man ein Problem, von hier bis hier den Zug reinzufedern. Deswegen zeige ich euch, wie man das ohne Probleme machen kann. In diesem Falle, der Bremszug hakt irgendwo, es geht nicht sauber. Das heißt, es muss irgendwo ein Fehler sein. Entweder Außenhülle oder Bremszug. Wir ziehen erstmal den Bremszug aus. Also, Endkappe abschneiden. Locker machen. Locker. Jetzt müssen wir den Bremszug rausziehen. Dazu brauchen wir kleine Hilfe. So, Gummi. Dann haben wir den Bremszugkopf zur Verfügung. Und können wir das rausziehen. Der Bremszug ist hier ein bisschen geknickt. Also müssen wir einen neuen Bremszug reinbauen. Jetzt müssen wir einen Shimano-Bremszug reinschieben. Das ist Shimano, das ist Campagnolo. Und am besten immer vergleichen den alten Bremszug mit dem neuen. Und da sieht man der alte. Das ist der alte, das ist der neue. Das sind gleiche Köpfe, also passt alles. Jetzt schieben wir den Zug wieder rein. Schieben wir weiter, bis er rauskommt. Jetzt muss noch eine Endkappe auf die Außenhülle kommen. Die kommt hier rauf. Jetzt muss man das wieder reinfädeln. Und hier dazwischen auch. Jetzt muss man die Bremsbacken zusammendrücken und den Zug festdrehen, festmachen. Jetzt prüfen wir, ob es besser funktioniert oder nicht. Jetzt funktioniert es besser. Aber jetzt haben wir noch ein Problem, zweites Problem. Wenn das nicht funktioniert hätte, dann ist die Außenhülle kaputt oder irgendwo hakt. Dann machen wir das nochmal. Also Bremszug lockern. Das alles rausnehmen. Jetzt hier haben wir nichts zu suchen. Erstmal. Wir müssen die Außenhülle rausnehmen oder rausziehen. Wir haben den Bremszug hier in der Hand und müssen hier die Außenhülle rausziehen. Jetzt haben wir den draußen und jetzt sollten wir die oder wollen wir die Außenhülle erneuern. Wie macht man das? In diesem Fall sollte man hier abschneiden den Zug und neue Außenhülle reinbauen. Wir machen das jetzt nicht, zeige nur, wenn wir den Zug drin haben, dann ist kein Problem, wieder die Außenhülle einzufädeln. Führen wir rein und der Zug führt uns die Außenhülle wieder um die gewünschte Position. Und das gewünschte Loch
und passt alles. Wäre der Zug nicht drin, dann haben wir ein großes Problem, die Außenhülle hier in das Loch wieder reinzufädeln. Da sind wir wieder mit der Außenhülle oder Endhülle. Für Außenhülle muss man den Zug wieder einfädeln und unten zwischen die Scheibe und Bremse. Die Bremsbacken wieder jetzt zusammendrücken und den Zug anschrauben. Jetzt müssen wir den Zug abschneiden. Dazu brauchen wir extra Schneider. Und dann kann man den Zug abschneiden. Wenn man keinen Schneider hat, denn manche machen das da, drehen das so, sieht schlecht aus, kann man sich schnell verletzen. Jetzt sollte man auch unbedingt solche Endkappe montieren und sie zusammenkneifen. Jetzt sind wir fertig. Also, jetzt noch ein Trick. Das ist Außenhülle fürs Bremse. Und wenn man die zufällig zu kurz hat, kann man die verlängern. Erneuern will die Außenhülle für Hinterradbremse, kann man auch hier oder da hinten neues Stück reinbauen. Dazu gibt es solche Hülle. Jetzt haben wir die Buchse, nehmen wir zwei Stücke, das wollen wir verlängern. Sieht schön aus und ist alles in Ordnung. Jetzt sollten wir noch wissen, das ist eine Außenhülle vom Bremszug und das ist eine Außenhülle vom Schaltzug. Die Außenhülle vom Bremszug ist ein bisschen dicker, die vom Schaltzug ist ein bisschen schmäler. Die Außenhülle vom Bremszug ist mit einer Spirale und mit Plastik überbezogen. Die Außenhülle vom Schaltzug hat gerade Drähte und auch mit Plastik überzogen. Warum ist das so? Wir bremsen nicht auf einmal, dass wir übers Lenker fliegen. Also ist das nützlich, wenn die Außenhülle sich da millimeterweise, halbes Millimeter bis ein Millimeter dehnt. Beim Schalten ist wieder was anders. Beim Schalten sollte das sich nicht dehnen, sonst haben wir unsaubere Schaltung und deswegen sind die zwei verschiedene Außenhülle. Und das kann man jetzt nicht die Außenhülle vom Schaltzug zum Bremsen nicht verwenden und die Bremsaußenhülle zum Schalten sollte man auch nicht verwenden, sonst wird das nichts mit sauberem Schalten. Falls ihr die Bremse einstellen wollt, zeigen wir das im nächsten Video. Das war's für heute. Weiteres Video gibt's hier und abonnieren hier.